Was gibt's noch? Was gab's noch für Songs, auf die wir unbedingt mal reagieren sollten? Ich und Manu gerade. Ich hab einen. Wen? Geh mal hin. Warte. Den habe ich letztens noch geguckt. Mach weg. Sound ist wack, aber das ist Kult. Sound ist wack? Sound ist wack, aber das ist Kult. Welche? Ach so. Friends. Aber muss sagen, der Song ist Legende. Walla, der ist geil. Der Song ist aber Legende. Der Sound ist Katastrophe. Wir haben das in den letzten Studio der Welt aufgenommen. Bildschirm. Bildschirm. Freunde, das ist natürlich Schutzengel von mir und Manuelsen. Walla, ist geil. Das war, Lack, zu welcher Zeit haben wir so ein Liebeslied gemacht, Lan? So. Das ist locker 12 Jahre her, Bruder. Das war mit einer meiner ersten Songs, aber der ist Legende. Was für eine Hook du gemacht hast. Puh. Schutzengel, der dir sagen soll, dass alles wie es dir geht, Baby. Schutzengel, Daddy. Sag mal, wie dünn ich bin. Gypsy brennt ja dem. Lack, wer hat Zahnstocher gehabt? Denk nach. Seine Braut. Ich am Lenkrad. Du hast immer gefordert, dass ich mich ändere. Deine Freunde sagten, trenn dich von diesem Gangster. Doch du warst hinter mir. Du warst eine Soldatin. Benz oder Volkswagen. Ich hol uns raus hier irgendwann, wenn ich Gold habe. All diese Streitigkeiten waren doch nur Stolzfragen. Wir waren ein Traumpaar. Und wir merkten, wie alle zu uns aufsahen. Voller Neid. So was wie uns gab es. Selten wie ein Dollarscheinen. Ob ich dich betrogen hätte. Glaub mir, Engel. Walla, nein. Ich schwöre auf Koran, was... Du so, Walla, nein. Fremdgehen ist Betrügen? Walla? Das war doch deine Freundin. Warum sagst du nicht? Schatz, das war doch deine Freundin. Ich dachte, die sagt so. Sag wo soll ich wissen? Red doch. Red doch mit mir. Sag doch, ich soll nicht mit dir sein. Aber ey, sag mal bitte, ey, was ist das für eine Killer-Line? Bitte. Der Song heute, das wäre TikTok-Hymne gewesen. Walla. Mlack, mach das eine TikTok-Hymne, Lan. Star wurde. Ja. Doch ich machte weiter Geschäfte mit Dealern. Geschäfte mit Huren, Geschäfte mit Zinkern. Und ehe ich mich versah, war mein Platz hinter Gittern. Wollte nicht, dass du mich besuchst. Wollte nicht, dass du mir schreibst. Wollte nur, dass du vergisst und nicht mehr weinst. Der dir sagen soll. Boah, ist das für... Alles bei mir okay ist. Ich frag mich nur, wie es dir geht, Baby. Ich hab dir einen Schutzengel, der mich kennt. Boah. Ich soll dein Leben ändern. Halt dich in Zukunft fern von Gangstern. Ja, heute kann ich den besser singen. Ja. Ich wusste schon damals, dass es ein Fehler war. Und dachte an deine schönen Augen. Jeden Tag. Doch ich bereute es nie, weil ich zugib, dass ich dir nur schade und einfach nicht gut bin. Aber für dich klang das alles wie eine Ausrede. Du konntest nie verstehen, warum ich aufgebe. Wenn du mich heute siehst, schaust du mich nicht an. Weil du noch immer nicht verstehst, warum ich es tat. Unsere Liebe, ihre Flügel sind gebrochen. Ich liebe dich, aber deine Gefühle sind Lack, ich fick, wie die steht. Lack, ich fick, wie die steht. Wie ein Baum. Scheiße. Freunde, nichts gegen dieses Mädchen, das ist einfach nur Humor. Ne, die ist cool. Ja. Ich sage euch auch, wie die ins Video gekommen ist. Du hast die beerdigt, jetzt sagst du, die ist cool. Es war nicht böse gemeint, das war diese Art und Weise, wie wir lachen.
Auf jeden Fall, Freunde, ich drehe Video. Ich denke mir so, Wallah, ich mache Liebeslied, aber wir haben kein Mädchen. Auf einmal läuft ein Mädchen vom Bushaltestelle so, ich sage, hey. Schuschnecke, wie geht's? Komm mal in Video. Ich schwöre, ohne Witz. Komm mal in Video, hast du Bock? Die so, was muss ich machen? Stell dich hin. Die so, was muss ich machen? Ich guck so Kameramann an. Ich so, ja, Wallah, was muss die machen? Stell die da hin, ich film die einmal so. Die soll Papier nehmen, als ob du Brief geschrieben hast. Ich liebe dich, aber deine Gefühle sind getrocknet. Heute hörst du auf die Lügen dieser Fotzen. Doch die kennen nur einen Typen aus der Glotze. Ich wollte, dass du mich vergisst, damit du nicht mehr weinst. Doch du sollst nicht vergessen, wer ich bin. Damals sagtest du, wenn ich gehe, nimmst du Gift und verabschiedest dich von einem Leben ohne mich hier. Lack, Bruder, was sind das für Zeilen? Ich hoffe, meine Mutter TikTok-Hymne. Mach mal TikTok diese. Wallah. Ich konnte nicht mit ansehen, was ich dir zumute. Also saß ich ein und trennte mich von dir. Jetzt bin ich Rapper, aber du bist nicht mehr hier. Schutzengel, der dir sagen soll, dass alles bei mir okay ist. Ich frag mich nur, wie es dir geht. Boah, da hast du mein Handy in der Hand gesehen? Ich hoffe, meine Mutter, guck mal, was für ein Handy das war. Was ist das? Oder keine Ahnung. An diese kleinen Ticker-Handys. Das war das, was wir hatten früher. Halas, jetzt. Halas, jetzt, dieser Spezialeffekt damals. Wo ist dieser Effekt? Da. Halas, die ist weg. Die Geist. Abo. Ja, ne, Freunde, für die Leute, die auch zu mir sagen, Walla, du hast Rückspiegel gemacht, seit wann machst du Liebeslieder? Lack, wo waren die Leute, als ich Liebeslied gemacht habe? Ich schwör auf meine Mutter. Walla. Lack, wo waren die Leute, als ich Liebeslied gemacht habe? Was sagst du? Stell dir mal vor, wir würden Schutzengel 2 machen. Neue. Würdest du einen kompletten neuen Schutzengel-Song machen oder würdest du die Hook übernehmen? Ich schick dir einen Schutzengel, der dich... Und dann irgendwie ändern, damit die Leute abgeholt werden auf das, aber dann ja erfrischt werden von was Neuem. Boah, Freunde, wer hat da drauf Bock? Das werden wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, Friends. Wir schauen mal auf jeden Fall. Geiles Ding, Alter. Geil, Jani, wann wir schon Liebeslieder gemacht haben. Walla, kommt mir nicht an, du hast Liebeslieder gemacht. Schau auf, Guran. So. Also geile, ey. Oh, Champagne for the brain. Ehrenmann, oh. Gib mal die Faust hier, gib mal die Faust. Ja. Walla, Champagner, er will sich wieder einschleimen. Friends, also dieser Song hat mir sehr viel Erinnerung geweckt. Sehr krass. Also da könnt ihr auch schon mal sehen, oder da könnt ihr einfach mal sehen, wie lange ich und Manu uns kennen, und wir kennen uns schon vor dem Song nochmal 10 Jahre. Ja, seit ich klein bin, also wo ich 13, 14 war und als Manu mit meinem, Dankeschön, Bruder Herz, als er mit meinem großen Bruder Mucke gemacht hat, da war ich noch ein ganz kleiner Bengel, hat Manu mich immer vom Zimmer rausgeschmissen. Geh mal raus, ich muss aufnehmen. Guck mal, was er sagt, bitte, wo ist er hin? Der sagt, Ruth, wer ist dieser kleine Maniak?